Willkommen Leute zurück zu Age of Mythology, The Golden Gift. Könnte das ja der finale Angriff sein. Und Leute, bleibt bei der Sache, nicht auf einzelne Dorfwohner eingehen. Oh, meine Ram. Da kommen sie alle. So. Ach Leute. Nein, nicht als den Dorfwohner jagen. Keine Chance gegen meine Armee. Also im Moment. Das ändert sich ja schnell, ich hab mich so Logi. Ich kann diese ganzen Tempel und Langhäuser und so einen Schrott zerstören. Das wäre die Hauptsache, dass hier schnell die Einheiten töten, die wir dabei haben. Und dann brechen wir gleich weiter durch. Ach komm, zerstören wir nochmal schnell das Langhaus, bevor der uns angreift. So, Attacke. Jawohl, mit der Armee haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Hier, die Langhäuser. Alter, die haben echt viele Langhäuser. Die wir jetzt hier alle zerstören können. So, das sollten aber die letzten hier sein. Töten wir den hier früher schon mal. Vorher schon mal. Wir haben nicht mehr so wirklich so viele Einheiten. Ah doch, 15 von diesen Jahren. Das ist doch schon mal ganz gut. Denke ich mal. Und das letzte Teil platt machen. Dann können die hier nichts mehr ausbilden. Unser Axtwerfer hier Forever Alone wird nämlich Äxte gegen das Holz. Jetzt kommen die restlichen Leute von hier noch. Super, weiter geht's. Denn da oben scheint nichts mehr zu sein. Ach Gott, hier ist noch so ein Spasti. Und rein hier. Eine heilende Quelle. Unsere heilende Quelle. Ab jetzt, bitte, unsere heilende Quelle. Da kommen sie auch mit ihren Ochsenkarren und versuchen dann die Gold zu gewinnen. Wir hier jetzt schön geheilt von dieser Quelle. Da sind entweder Spasten, die hoffen, dass sie hier noch eine Chance haben. Und wir haben es fast geschafft, uns durchzukämpfen. Wir werden schön geheilt nebenbei, weil wir hier die Quelle eingenommen haben. Das ist auch geil. Hier ist noch eine Waffenkammer. Wäre ganz cool, wenn wir auch noch zerstören würden. Den Typen hier noch. Die Waffenkammer, wir reißen jetzt alles nieder. Komm, easy, get wrecked. Und jetzt reißen wir das Tor hier nieder. Mit unseren ganzen coolen, tragbaren Rammen, die wir zum Glück gebaut haben, ist das ja super. Ich muss sagen, unser Plan ist schon echt geil aufgegangen. Also, mein Plan, ihr Noobs. Mit den Leute einfrieren, Gebäude zerstören, angreifen halt. Das ist ihr Dorfzentrum. Zerstören wir das schnell. Und dann ist hier der große Angriff bereit. Aber ich hoffe, dass unsere Einheiten dann noch leben. Du müsstest jetzt, denke ich mal, zurück zur heilenden Quelle. Dann will ja nicht allzu viele Leute da verlieren. Unnötigerweise. Los zur heilenden Quelle. Schnell. So, jetzt sind wir bei der heilenden Quelle. Hier können wir kämpfen. Und jetzt Attacke. Unsere heilende Quelle wird uns heilen. Während wir im Kampf sind nebenbei noch. Scheiß auf die Dorfbewohner hier. Wir töten nur ihre Kämpfer.
Die steht hier einfach nur hier, diese Frau. Lässt sich einfach schlagen von ihrem Mann, Alter. Was ist denn das? Wo sind wir denn hier? Jetzt hat er sie auch noch getötet, Alter. Diese Manieren von diesen Weggängern. Unter aller Sau. Was ist hier los? Ach, hier waren noch welche von mir. Okay. Ah, oh, da ist doch ein Trupp von denen. Ein kleines Truppchen. Auf das scheißen sie aber. Denn was sagt, dass sie hier oben doch Sachen haben? Ja, haben sie. Okay. Ich hoffe mal, dass wir hier noch alles so ein bisschen zerstören können. So. Weiter geht's hier. Auf das Tor. Jo, hier haben sie aber noch ordentlich lange Häuser. Leider keine tragbaren Rammen mehr. Deswegen dauert das alles ein bisschen. Bis wir die Tore und den ganzen Schrott da gemacht haben. Und da sind wir durch. Das Tor ist gleich weg. Und Attacke. Alter, wie viele scheiß Waffen kann man und so die einfach haben? Wie viele scheiß Langhäuser zum Einheiten ausbilden. Meine 10 Pferdchen, die greifen hier bitte schön ran. Während die Forstriesen hier die Leute übernehmen. Dann können die auch nicht mehr lange was ausbilden. Das war's dann auch für die. Gleich. Müssen wir dann nur noch hier durchbrechen. Und dann Ochsenkarren hier hinbringen. Okay. Das nächste Platz gemacht. Der stirbt jetzt auch noch. Dann geht's jetzt weiter auf zum nächsten Langhaus. Nächstes Langhaus. Das war's dann auch. Doch, nee, hier hinten haben sie noch was. Da ist auch noch eine Bergfestung. Okay, weg hier, weg hier, weg hier. Die Bergfestung ist nicht ganz so cool. Okay, du machst den hier während der Zeit noch platt. Wir kümmern uns hier drum noch. Hier haben sie noch eine letzte Bergfestung, Alter. Was zum Fick. Oh, und hier sogar noch ein Marktplatz. Ach, dafür konzentrieren wir uns einfach darauf, wenn wir das hier zerstört haben. Dass wir den Scheiß hier zerstören. Ich frage mich auch, wo Volztag ist. Also er höchstpersönlich. Den müssen wir auch noch klatschen. Obwohl man kann rein theoretisch gar nicht sterben, weil er später in sein Titans ja noch unser Freund wird. Ja, ja, ja. Also los, Attacke. Auf den Steinwall. Das könnte jetzt aber allerdings ein bisschen dauern, oder? Nö, könnte es nicht, okay. Hier können wir schon mal ein paar Marktkarren. 1, 2, 3. Ah, ne. Sogar nur so wenig. Ausbilden. Skipan. Sacht. Sacht. Okay, ist hier noch was? Gut. 4 Ochsenkarren brauchen wir jetzt noch. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal mit der Armee hier zurück. Um gleich die 4 Ochsenkarren hier hinzubringen. Und zwar sicher. Damit nichts passiert. Denn wir haben jetzt hier alles zerstört. Gehen nochmal an ein paar heilenden Quellen vorbei. Entschuldigung. Wir werden vielleicht nochmal ein bisschen Geld so kriegen, alle so 2 HP dazu, was eh nichts bringt, aber egal. So, weiter geht's. Oh Gott, das war noch ein scheiß Turm. Was zur Hölle? Ja, und die hat mir zerstört, die Bergfestung hier. Die bauen nicht ernsthaft ihre Scheiß. Ah! What the fuck? What the fuck? Schalte scheiß die Wand an. Die haben hier irgendwie wieder ihre ganzen scheiß Noobs aufgebaut.
What the fuck? Shit, Alter, das war... Ich dachte, wir hätten sicher gewonnen. Ich brauche jetzt ganz viele Einheiten. Oh fuck. Obwohl, so schwer scheint es nicht zu sein. Los, auf zur heilenden Quelle. Schnell. Los, weg, 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 weg. Wir müssen uns heilen. Du auch. Weg. Ich will jetzt hier anzuschneiden, Alter. Weg. Zur heilenden Quelle. Du auch. Dann kann uns hier nicht nichts mehr passieren auf diesem Pass, wenn wir nicht wieder eingefroren werden sollen. Dann werden wir hier jetzt schön geheilt. Dann müssen wir uns hier gleich noch einmal durchkämpfen. So. Alle unsere Einheiten kurz heute zu erhellen. Eine Quelle hier. Die wir auch ausbilden. So, bitte hier hin. So. Ihr beide auch. Wir müssen nämlich Brock und die Typen hier dahin bringen. Ach du Kacke. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie sich wieder aufbauen da. Hinten. Aber es ist gut, dass ich das noch gemerkt habe. Sonst wäre noch mein Ochsenkarren reingelaufen, dann hätte ich wieder neue kaufen müssen. Und hier ist ja auch kein Gold mehr in der Nähe. Und hier komme ich nicht rein. Und das, ach, das Gold wurde auch schon abgebaut, okay. Ja, die haben ja natürlich genug Gold, oder? Hm, auch kein Gold. Doch, da. Aber das bringt uns nichts. Ja. Könnten wir mal einen Einfand zum Ulfsack entwickeln? Ja. Nein, Leute. Nein. Bleibt hier. Also. Taktik. Attacke. Ja. Die Ochsenkarren kommt bitte schön nach hier. Ja. So, unsere inzwischen geheilte Armee. Greift an. Bevor die jetzt auch wieder eine scheiß Festung bauen können. Ach du Kacke, die Mission ist schon ein bisschen nervig. Und die verteidigen sich echt mit allen Haaren und Zähnen, wie man das nennt, oder so. Jetzt fängt sie da an zu schneiden. It's starting to snow. Jetzt haben sich wieder so einen Scheiß hingebaut. Alter, die bauen die ganze Zeit ihre Scheiße hier wieder hin. Was soll der Bullshit eigentlich? Was denken die eigentlich, wer sie sind? Alter! Der übertreibt doch gleich, Alter. Ich hätte alle Dorfwohner hinrichten sollen. Die sie hätten. Oder haben. Was auch immer. Alter, ey. Das ist jetzt schon ein bisschen kacke. Na, da baut wieder einer eins. Alter, ach du Kacke. Und wir haben kein Gold mehr. Das ist scheiße gelaufen für uns. Nein, ein Teufel ist auch noch dazu. Ach du Scheiße, Mann. Ach nö, Mann, und ich dachte, wir hätten gewonnen. Los, Leute, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Wir suchen einfach da durch zu preschen, sage ich jetzt mal. Also, wir brauchen gleich eine Taktik. Ein paar... Also... Attacke. Also ihr geht an. Oh, lass uns doch durch! Wir müssen jetzt einfach versuchen durchzukommen. Zu der Mine. Einfach da durchrennen. Nein! Die Karawanen sterben, Alter, was ist denn das? Warum bauen die denn ihre Scheiße neu? Das ist so unnormal. Die machen das normalerweise gar nicht.
Alter, ich habe keinen Bock, ohne Witz. Und dann haben wir kein Gold. Was ist das eigentlich für eine scheiß aufgebaute Kampagne? Ich muss sagen, die gefällt mir jetzt echt noch nicht wirklich gut. Jau. Jau. Wir müssen zwar weiter in die Quelle. So, hier durch. Gehen wir hier schon mal hin mit denen. Wir können das hoffentlich einigermaßen verteidigen. Alter, ohne Witz. Die Kampagne ist schon mal richtig scheiße. Alter. Die ist so scheiße aufgebaut. Die bauen dauernd ihre scheiß Gebäude da schnell dahin. Ja, wieder hin. Was soll der Scheiß eigentlich? Ich baue jetzt mal einen Reiter. Aber wir haben überhaupt kein Gold mehr. Guck mal, das ist so ein Bullshit. Überhaupt nicht durchgeplant, diese Kampagne. Jau. Wer erfindet so einen Schrott? Jau. Ganz ehrlich. Also, diese erste Mission ist schon mal nicht wirklich gut gemacht. Weil es kommt mir halt so vor, als würde man halt gegen normale Leute kämpfen und nicht gegen Leute in der Kampagne. Denn in der Kampagne ist sowas zerstört, das bleibt zerstört. Und hier bauen die alles sofort wieder neu. So, bitte verteidigt das hier jetzt einigermaßen. Ach, Mann, Alter. Die wollen immer die Echsenkarawanen töten. Und wir haben kein Gold, ey. Das ist so lächerlich einfach nur. Mann. Schacht. Na, guck mal, wir haben keine Chance. Wir haben keine Chance. Was soll der Scheiß denn? Schacht. Wir haben kein Gold. Das ist einfach nur alles richtig scheiße. Ja, juckt mich nicht. Bilden wir noch so ein groß... Ja, Typ wächst Typ aus, Alter. Och, nö. Ganz ehrlich, man merkt einfach, wie schlecht diese Kampagne gemacht wurde. Wie plant man so ein Bullshit? Ist überhaupt nicht durchgeplant oder so. So, und du erkundest jetzt bitte ein bisschen das Gebiet, ob wir vielleicht einen sicheren Weg dahin finden. Alter, der Plan, der ist so schön aufgegangen. Und bei der normalen Kampagne hätten wir jetzt gewonnen. Aber nein, es ist eine scheiß Kampagne, wo die es wieder neu aufbauen. Was ist das hier? Ach nö, ey. Was soll denn der Scheiß? Hier ist ein anderer Pfad. Mal gucken, ob wir hier einen Geheimgang finden, wo wir an nicht so vielen Wichsern vorbeikommen. Hier ist eine fertige Statue für Odin. Hier wollen wir wieder zu diesem Pfad kommen. Hier ist schon wieder ein anderer Pfad. Ein sogenannter Geheimgang. Dann treffen wir von hier auf die Wichser. Was bringt uns das? Hey, Moment mal, das hier ist kein Geheimgang. Hier ist ein Geheimgang. Über die Berge. Was ist denn hier los? Wolfstag stole my cattle. Help me find them and I'll show you a safer way through the mountains than Wolfstag offers. Ah, okay. Ich soll ihm 3 Kühe bringen. Ja. Den Typen hier. Das ist schon wieder geil an der Kampagne, dass da so etwas halt ist. Am Rand. Das haben wir einen Pluspunkt für dieses Teil hier. Aber das andere mit dem Wiederaufbauen ist echt kacke. Aber andererseits ist es auch ganz cool, wenn man dann hier so eine Nebenmission findet. Okay. Das heißt, wir brauchen jetzt 6 Kühe, die wir irgendwo hernehmen müssen. Da waren noch Kühe, denke ich. Dann können wir damit wieder entspannt dann nach oben gehen. Irgendwie hier Gold und so einen Scheiß bekommen. 6 Kühe. 1 Till Orsterslag. Samtigt. Ja, immerhin, das hier schon mal 3 Kühe.
Los, die Kühe, auf nach hier oben. Skipan? Skipan? Ja. Okay. Hier waren keine Kühe mehr. Das hätte ich gewusst. Ja. Mal gucken, ich begleite die mal so ein bisschen, diese Kühe. Vielleicht findet man ja am Rand noch andere. Wäre ganz gut. Hier oben sind sie bestimmt nochmal. Oh. Ach, der wäre durch. Also weiter geht's nach oben. Ich begleite jetzt wirklich mal, denn wenn ein Gegner da vorbeigeht, dann gehören die Kühe schon automatisch dem Gegner. Das ist nicht ganz so cool. Oh, die Bungen war jetzt hier easy lang. Hoffe ich mal, zumindest. Die haben hier noch drei Kühe. Und dann holen wir hier drei wieder her. Die sind Zelte von den Wikingern. Eine. Haben wir schon mal. Okay. Hier noch welche. Lulubel. Ja toll, einer hat davon nicht gezählt. Doch. Ach, Elmar. Lulubel und Bessie haben wir gerettet. Ist das nicht schön? Okay, wo sind hier die anderen Kühe? Ich hoffe mal, die sind jetzt nicht in dem Gebiet von Volzstag. Ach. Los, Großjahr. Alter, du bist zu stark. Das sind solche richtig dummen Riesen. Lol. Das ist echt geil, dass hier so einen kleinen Nebenscheißteil gibt. Noch ein Großjahr, den wir vielleicht brauchen. Okay, ja, da findet man keine Kühe. Ich glaube hier, die zerstöre ich auch nochmal, die Riesen, die beiden. Gibt vielleicht auch noch eine Belohnung oder so. Tilbuin. Also wie gesagt, es gibt schlechte Seiten, dass sie es wieder aufbauen, aber auch gute Seiten, dass es so coole Sachen am Rand halt gibt. Also man merkt schon, da wurde schon richtig viel Mühe reingesteckt, aber an den falschen Stellen zusammen gespart. Das ist einfach, die ist einfach nicht schlecht, diese Kampagne, aber nicht perfekt. Okay, jetzt machen wir die beiden hier mal platt. Diese beiden dummen Wichser. Til Orsteslag. Ne, haben keine Chance gegen den, Al. Der ist zu gut. Wir brauchen einen Helden. Wir brauchen noch ein bisschen Gold. Oh nein. Komm, zwei Gold noch. Zwei kleine Göldchen noch für den Hersen hier. Ja, bitte. Hier hin. Und hier oben sind wahrscheinlich dann die anderen Kühe. Dann müssen wir versuchen, über einen Geheimweg zu kommen, denn das haben sie wahrscheinlich wieder komplett aufgebaut. Ja, Alter, guckt euch das, Alter. Oh Mann, das macht mich echt wütend, wenn ich das sehe. So, jetzt haben wir hier den Helden. Und diese Golden, wir bräuchten eigentlich einen Markt. Ey, du? Wir brauchen gleich einen Marktplatz. Skipan. Die können leider nichts bauen, die Typen hier. Ja. Würde das nicht Gold. Wir bauen uns jetzt auf jeden Fall einen Marktplatz. Können wir Fleisch verkaufen, dann haben wir wieder Gold. Das wäre geil. Also wird geil sein. Da, wo bist du? Ja. Hallo Riese? Da bist du ja. Til Orsteslag. Ja, Samsicht. Samsicht. So. Alter, diese Bergriesen sind echt stark. Tilbun. Jeg vil. Okay, den ersten haben wir. Samsicht. Gehen wir noch rüber zum zweiten. Jeg vil. Kriegen wir vielleicht auch noch eine Belohnung oder so. Hoffe ich mal stark. Und hier sind sie noch Einheiten. Haben sie noch eine Einheit stehen? Sieht man hier, weil da auch die Leiche von Brock liegt am Ziel. Samsicht. Jeg vil. Da ist er. Atraus. Atraus. Der zweite von diesen blöden Spasten.
Na los, stirb doch endlich, du Treter und Schläger. Tilbuen, jau. Na bitte, er ist tot. Gibt es Belohnung oder so? Jeg vil. Die sind die anderen Kühe. Jau, also zwei andere Kühe. Ist hier noch was? Nun ist das Ende der Map. Jeg vil. Ja, immerhin sind hier zwei Kühe. Fehlt uns nur noch einer gleich. Something. Okay. Look, a relic by those trees. Eine Reliquie in den Bäumen, wo denn? Ach da. Sat. Nehmen wir die mal mit. An einer von euch Helden so. Something. Und dann gehen wir mal hier wieder hoch. Something. Mit diesen Kühen. Sat. Also wartet mal bitte auf die Kühe, Leute. Ja. Tilbuin. Jeg vil. Tilbuin. Come on, Alter. Ja. Geht da hoch, geht da hoch, geht da hoch. Los. Claribel. Claribel. Healthy, okay. Skipan. Ist schon überhaupt nicht komisch. Du bringst die Reliquie bitte schon hier hin. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.